Forschung wird ja immer interdisziplinärer, es werden immer größere Forschungsvorhaben. Insofern ist Forschung ja auch erstmal der Nukleus gewesen. Aber auch in der Lehre, in der Infrastruktur, der Verwaltung, überall da gibt es immer wachsende Plänzchen. Und ich glaube, mit der Perspektive eines richtigen Studienraums Rhein-Main haben wir ein richtig großes Potenzial, in die Zukunft zu gehen. Der nächste, aus meiner Sicht auch wichtigste Schritt, ist das RMU-Studium. Die Möglichkeit für Studierende, wenn sie sich einschreiben, zu sagen, hey, ich will auch an den anderen beiden Unis studieren. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, sich total bürokratiearm die Credit Points tatsächlich auch in den genuinen eigenen Studiengang anrechnen zu lassen. Die Politik unterstützt den Prozess einerseits dadurch, dass wir uns die gesetzlichen Rahmenbedingungen anschauen. Also wie kann ein Studienraum entstehen zwischen dieser RMU-Allianz, also in der Rhein-Main-Region? Wie können wir die Entstehung eines Forschungsraumes unterstützen, indem wir auch unsere Forschungsprogramme anpassen an die Bedarfe und letztendlich an die Rahmenbedingungen, die hierfür gebraucht werden? Wir erhoffen und erwarten uns von der Kooperation, dass es uns gelingt, in unserem interdisziplinären Studiengang die Expertise aus Mainz, die Buchwissenschaft, und die Expertise aus Frankfurt, die Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft, auf konstruktive und komplementäre Weise zusammenbringen zu können. Also für mich persönlich besteht eine der großen Chancen der Rhein-Main-Universität darin, dass wir uns international stärker sichtbar machen. Ich sehe großes Potenzial sowohl als Lehrraum, also als ein Raum, der attraktiv ist für Studierende weltweit, als auch als Forschungsraum, große Forschungsprojekte gemeinsam zu machen. Wir sehen hier ja sehr unterschiedliche Projekte. Wir stehen gerade vor Plakaten gemeinsamer Studiengänge zwischen Darmstadt und Frankfurt. Ich habe vorher mit Ingenieuren geredet, die mit der Medizin zusammenarbeiten. Da ist schon sehr viel passiert. Mit jedem neuen Kooperationsprojekt wachsen wieder Menschen zusammen. Am Ende müssen die Menschen das tragen. Das können wir nicht als Präsidentinnen und Präsidenten machen. Und insofern sind die nächsten Schritte, dass wir wieder versuchen, Ressourcen bereitzustellen für neue Kooperationen, die graswurzelartig auf uns zukommen, aus unseren Universitäten kommen, und das versuchen zu begleiten und zum Erfolg zu führen. Eigentlich denke ich immer, unsere Hochschulen sind so groß schon und so komplex, und dann nochmal einen Verbund zu machen, das macht es ja noch komplexer. Aber wenn man dann mal rumgeht und sieht, welche Ermöglichungen drinstecken, auch gerade für die Forschung eine große Chance, für die kleinen Fächer, die sonst in der einzelnen Hochschule unterkritisch sind, eine große Chance, wenn man es schafft, die Wege kurz zu halten und wenn man es schafft, die Organisation klein zu halten. Mich hat sehr beeindruckt, wie viele Menschen heute gekommen sind zu der Veranstaltung, weil so eine Rhein-Main-Universität lebt ja nicht davon, dass es Einzelne vom Präsidium sind, sondern das wächst von unten, von den Studierenden, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von den Professorinnen und Professoren. Und heute waren so viele da, dass mir das wirklich zeigt, es wird gelebt, es ist keine blanke Theorie.